Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde mit Evil Dynasty. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir sind auf dem Weg, die Steuern zu bezahlen. Und auf diesem Wege werden wir uns auch gleich noch ein Gänsemädchen mitnehmen. Jetzt suche ich aber gerade erstmal den Uni. Der Gustl, bin ich an ihm vorbeigelaufen? Sitzt er in der Taverne? Ne, da oben. Zeigt so fett an, in Gelb. Ich habe jetzt das andere Symbol gesucht, ne? Ah, der hält jetzt gerade seine Schwätzchen hier im Dorf. So muss das sein. Unigost, 61 Jahre alt mittlerweile. Ich habe noch nie mit dir geredet, gell? Ist egal, du willst ständig von mir Kohle hier, bitteschön. Das war die Geschichte. Gucken wir mal ganz kurz rein. Unigost Geschichte geht wann weiter? Da haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen Zeit, gell? Warte auf ein Ereignis. Soll man im Alwin seine Geschichte gleich noch mitmachen? Habe ich einen Bogen bei? Jo, auf der 4 liegt mein Bogen. Komm mal her, dann gehen wir gleich beim Alwin vorbei. Aber erstmal kaufe ich mir ein Gänsemädchen. Servus, Dicker, grüß dich. Du bist doch ein Gänsemädel, oder? Nee, bist ein Männle. Da kommt's grad. Ja, da kommt's grad. Das will ich, ja klar. So wunderfitzig, wie es ist. Komm mal her. Kaufen. Nicht genug Münzen? Ach ja, richtig. Ich habe vergessen. Ich muss ja erst verkaufen, bevor ich kaufen kann. Ich habe ja Bärchen gesammelt. Vor die Geschichte heute. So, meine Lieben. Boom! Und schon aber genug Kohle. Ja, da brauchst du ja nicht nicken, Digga. Ich sorge mich in mein Sedilias Ruhe. So, nochmal rein. Scharwüppel und Katzübbel. Und ins Gänsehaus. Natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass wir, hat das jetzt geklappt? Ich muss gucken. Kann auch am Männchen liegen, dass wir keinen Nachwuchs kriegen, ne? Das möchte ich nicht ausschließen. Jetzt schauen wir mal, was passiert über die Zeit. So, Alwin, mein Freund. Alwin ist auf seinen Feldern, ne? Da ist er meistens. Normalerweise müsste doch jetzt die Bogenschützengeschichte hier weitergehen. Alwin! Ich bin immer noch ganz verwirrt, wenn ich ihn sehe, dass er nicht mehr so aussieht wie damals. Hallo Jäger, ist es an der Zeit für einen nächsten Wettkampf? Wir werden nicht mehr am Zielschießen teilnehmen. Das ist ein Spiel für Kinder. Au, Mist, jetzt kommt ja die Jägerquest. Woher kommt die Veränderung? Warte mal, ich muss es kurz wegklicken. So gut, dass ich das anhört. Naja, ich habe das vergessen. Ich komme später wieder. Leute, das machen wir wann anders. Das machen wir vielleicht wieder auf die Winterszeit hin. Das ist, glaube ich, die Jagdquest. Wir müssen dann einen Bär fangen. Und da bin ich jetzt tatsächlich gerade nicht wirklich in der Stimmung. Ich will daheim die Beete anlegen, bevor der Frühling rum ist. Ne? Das heißt, wir haben jetzt ein Gänsebaby gekauft. Sehr schön. Wir haben die Steuern bezahlt. Das heißt, wir haben jetzt unsere Ruhe. Und hier müssen wir eigentlich erst wieder her, falls ich Bock habe, Kühe zu kaufen oder im Winter zum Alwin, ne? Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich zu Hause und dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen Dünger auf die Beete verteilen. Ich will ja sehen, wie oben der Schlossgarten aussieht. So machen wir das. Einmarsch in Sedilias Ruhe. Auf dem Rückweg ist mir gerade eingefallen, wahrscheinlich ist es auch das letzte Mal, dass wir zu Fuß zum Unigost gehen. Denn bald wird unser Pferdchen soweit sein. Oh, es ist heute neblig, schau mal. Tolle Stimmung. Jetzt pass auf, ich habe mir das mal ausgerechnet. Wir müssten jetzt 50... Beetplätze haben an unserem Anwesen. 50 Beetplätze heißt, wir schnappen uns jetzt hier 50 Dünger und dann legen wir das an, dass wir das morgen mal sehen, wenn die Felder angelegt sind. Wie sieht es dann eigentlich aus? 50 Dünger, hier sind 40, 24. Kann ich nur laufen? Naja, ich müsste, machen wir mal 14 Stück, schmeiße ich mal raus. Ich hoffe, ich stehe weit genug weg. 14 Stück. Was ein Glück. Jo, dann liegt es halt unten rum. Dann brauche ich mindestens... die Taschen sollte ich mitnehmen. Die Spitzhacken bzw. Steinhacken nehme ich auch mal mit. Die nehme ich auch mal mit. Dann brauchen wir alles oben, ja. Und zwar hauptsächlich Kohlsamen. Kohlsamen werden wir wahrscheinlich 20 Stück brauchen, wenn ich es richtig ausgerechnet habe. Weißt du was, ich nehme einfach mal ein bisschen mehr mit. Oh, was mir gerade einfällt. Karottensamen haben wir nur 10. Dann brauche ich eigentlich rote Beete. Doch, wir haben von allem alles da. So ausgerüstet geht es jetzt hoch. Perfekt. Dann haben wir hier angelegt den Bogen aktuell. Auf der 6 liegt der Sack und auf der 7 liegt jetzt gleich die hölzerne Hacke. So, meine Lieben, dann gehen wir jetzt los, die Song. Hier hauen wir jetzt erstmal Dünger rein. Gehen wir natürlich durchs Dorf, oder? Und natürlich ist wieder ein Tag vorbei. Wir gucken im Bereich 4200. Das heißt noch 778 Punkte bis zur Mine, 778 Punkte bis zur Steinmauer
und 778 Punkte bis zur Straßenbeleuchtung. So, manchmal mache ich mir hier als den Hammer rein, dass ich tatsächlich die Zukunft schon mal sehe durch das Angezeichnete, ne? Wobei hier natürlich die Stadtmauer erstmal integriert werden muss. Einen wunderschönen guten Abend, meine liebe Gemeinde. Zmiknieva, Blitzbohr und Knimir. Er stand Knimir tief in der Schweinescheiße. Schalalalala. Ach ja, schön. Ein bisschen schneller könnte man sein, gell? Schwuppdubidiwuppdub. So, wenn meine Feldarbeiter fleißig waren und das waren sie bestimmt. Ich erkenne es jetzt schon, dass das gut wird. So, meine Lieben, da hauen wir jetzt erst einmal ein bisschen Dinger drauf. Ungepflügtes Feld. Zack. Und zack. Das erste Mal machen wir das natürlich zusammen. Jetzt, das Problem ist halt hier, dass du in manchen Jahreszeiten die Felder nicht so schön dann hast. Ne? Müssen wir mal gucken, wie wir es dann aufteilen. Gucken wir mal erstmal eine Seite fertig. So, mein Freund. Düngen. Düngen, bis du nicht mehr kannst. Rasimir, oh Rasimir. Fackel kann ich leider nicht rausholen, während ich düngen. Nee. Digga, jetzt musst du ja nochmal ausrüsten. Da ist das eigene Spiel. Wir könnten uns natürlich auch hell machen. Ich muss allerdings auch noch die Flachsfelder anlegen und die... Wir machen einen Deal. Ich dünge kurz die Felder. Wir hacken sie dann zusammen auf. Morgen früh, wenn wir auch ein bisschen was sehen, ja. Und dann hauen wir gleich die Körner rein, verteilen das ordentlich, das Saatgut. Und dann gehen wir runter und legen die Felder erstmals an. Ein Weizenfeld und ein Flachsfeld. Und zwar in der Größe, was der Dünger hergibt, möchte ich machen. Roggen und Hafer ist mir erstmal wurscht, ne? Das machen wir. Wir switchen kurz rüber. Und dann sehen wir uns gleich nochmal zur Kernarbeitszeit wieder. Bub schläft noch. Mademoiselle geht arbeiten. Da könnte man sich fast sogar überlegen, ob man noch einen Elfer dazu nimmt hier oben. Aber da muss ich erst schauen. So, pass auf der 7 liegt die Spitzhacke. Gedüngt habe ich. Wir gehen jetzt kurz einmal durch. Ja, da muss ich jetzt halt verschiedene Sachen noch probieren. Ich werde diese Felder, wenn ich weiß, wo was reinkommt, kann das sein, dass es jetzt nicht ganz so schön aussieht und wir dann nochmal den Kohl mit den Karotten tauschen oder so, dann werde ich das tatsächlich im Management festlegen, sodass mir die Feldarbeiter das dann immer machen, ne, rechtzeitig. Entsprechend werde ich auch dafür sorgen, dass immer genug Dünger dann da ist und auch einer Dünger produziert. So, es verliert sich am Waldboden ein bisschen hier. Muss mal überlegen, ob ich mir da so einen Billigzaun reinzwirbel oder ob ich das lieber lasse. Das weiß ich noch nicht. Ja, es verliert sich tatsächlich. Wir werden da wahrscheinlich Stadtmauer und Zaun ordentlich anpassen müssen, ne? So, und das Einserfeld. Zack. Das wird schon schön. Ich muss nur gleich mal ins Lebensmittellager mir was zum Futtern holen. Reicht uns die Hacke? Ja, die reicht. Die reicht übrig. Ja, hol Luft. Ich überlege gerade, wir werden ja hier mit der Stadtmauer außen entlang gehen. Die wird dann außen entlang geführt. Hinten werden wir das wahrscheinlich wie so eine Raute zumachen irgendwann. Dann müssen wir innen drin mit Zaun arbeiten. Ah, ich bin mir noch nicht ganz sicher. So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Gepflügtes Feld, Tasche mit Samen hier. Und hier natürlich ein Buckel drin, aber das nehmen wir mit, wie wir es kriegen, oder? Gekauft wie gesehen, sage ich da nur. So. Ja, das können die dann alles bestellen hier oben. Das wird schon recht. Oh. Erstmal ausatmen. So. Mein Fuß, das schläft noch. Drüben haben wir fertig und hier haben wir fertig, ne? Und dann habe ich jetzt überlegt, alles klar. Wir fangen auf jeden Fall so an mit Kohl. Kohl aufs Einserfeld, so dass hinten das letzte Feld auch nochmal Kohl wird. Ne? Ich will hier alle Gemüsesorten reinmachen und wir haben ein Feld mehr als Gemüsesorten. Also eine Reihe mehr. So, jetzt haben wir hier Kohl, Kohl. Ich würde dann als nächstes vielleicht die Zwiebeln und dann in Richtung groß werden wieder. Ne? Ja, machen wir hier die Zwiebeln rein. Wie gesagt, da geht es jetzt auch gar nicht darum, von was wir nachher am meisten haben oder brauchen oder so. Mir geht es hauptsächlich darum, dass es einfach mal sehe, ob es überhaupt schön aussieht oder ob wir es wieder wegbauen. Zack. Zack. Und zack. Das wären die Zwiebelchen. Dann wäre die rote Beete das nächstgrößere. Die hauen wir dann hier rein.
Ah, Gott sei Dank habe ich dafür gesorgt, dass ich noch die Beutel mit habe. Sonst hätten wir jetzt wieder ans andere Ende der Stadt gemusst. Und hier brauchst du echt bald einen Zubringer, ne? So, dann machen wir das gleiche Spiel hier nämlich auch rein. Ja, wir machen uns da diesen Lattenzaun rein, diesen kleinen, weißt du, den wir auch bei den Schafen vorne haben. Damit es ein ganz kleines bisschen noch Struktur kriegt und dann passt. So, nach den Zwiebeln und rote Beete wäre dann die Möhre für mich hier drin. Ich hoffe natürlich, dass wir genug Samen haben, aber ich glaube schon, gell? Oh ne, wir haben nicht genug Karotten. Ich mache mal nur 5 Stück rein. Die nächste Karottenernte haben wir dann genug Samen fürs nächste Mal, ne? Zack, wieder ein Beutel durch, aber das sind wir ja gewohnt. Ja, da fehlen jetzt 2 Stück. Das gleiche Spiel dann von hier. Dili, dili, di, di, di. Und ab dafür. Das machen wir jetzt zusammen. Das ist ja eigentlich äußerst cool. Jetzt machen wir es einmal gemeinsam komplett. Ich denke mal fast das übernächste Mal, wenn wir das komplett anlegen. Kann ja sein, dass es so schon passt, wie ich es jetzt mache. Wird es dann das Volk anlegen. Das heißt, wir gehen es im Prinzip automatisieren. So, und hier brauche ich jetzt noch 18 Stück. Die Birke muss noch weg. Ja, die haben wir. So, das wächst natürlich nicht immer alles gleichzeitig raus und so. Das müssen wir uns halt angucken. Ich habe ja keine andere Möglichkeit, hier einen Schlossgarten zu machen, ne? Aber ich will ja auch nicht die Stadt nachbauen, in der ich zur Welt kam, sondern einfach nur in etwa. Dili. Ach, schön. Ja, wir müssen auf jeden Fall mit Zaun arbeiten. Und ab dafür. Jetzt habe ich es aber schon gedüngt, ne? Ich sollte zumindest in die 2 Felder links und rechts jeweils noch was reinballern. Wir gucken mal, vielleicht Zwiebeln, irgendwas, was nicht so dick aufträgt. Da ist auch noch eins. Wow, er ist halt eine 9er Länge, ne? So Leute, das ist alles bestellt. Jetzt pass mal auf, wir brauchen noch 4 Samen. Ich nehme Zwiebeln. Ich nehme hier für diese Außenfelder, nehme mal Zwiebeln. War das das hier? Ja. So, hier 2 Zwiebeln, drüben nochmal 2, ein gutes. Und jetzt geht es halt darum, den restlichen Dünger durchlaufen zu lassen. So, die Felder sind angelegt. Hier wird die Stadtmauer dann später reinkommen. Da ist die Frage, ob ich die Stadtmauer außen rumlaufen lasse. Das könnte man nämlich auch machen. Na, ich wollte aber schon das Doppelmäuerle hier haben. Ich müsste es anzeichnen dürfen, das wäre eine Geschichte. So sieht es jetzt noch ein bisschen langweilig aus, ne? Jetzt kommt die Frage der Fragen. Haben wir Sticks? Nee. Ich habe aber hier Sticks irgendwo rausgeschmissen. Ja, Biberle. Ja, ja, du bist der Liebes. Wo habe ich meine Sticks hin, Digerle? Hier. Stroh. Sticks. So. Nochmal ganz kurz in mich gehen. Ich komme mit der Mauer hier bis hierher. Dann verläuft die Stadtmauer rechts und links außenrum. Und innen drin würde ich dann den hier hin machen. Es geht jetzt nur mal darum, dass wir es mal sehen. Ne, ihr kennt das ja. Anzeichnen, gucken, wirken lassen, aufbauen. So. Vielleicht ist dann nachher schon. Kurz überlegen. Da kommt dann die Mauer hin. Wir müssen praktisch bis hierher. Ich würde den hier so kleiner machen und von hier aus dann an die Kante setzen. So, und von hier ab geht es dann. Eigentlich war der Gedanke, dass es dann später hier so gerade hoch geht, ne? Aber die Straße habe ich noch nicht angepasst. Das heißt, ich setze erstmal den Zaun auf gut Glück. So. Gleiches Spiel drüben. Ich kann ja schon mal meinen Hammer rausnehmen. Entschuldigung. Bin schon wieder. Zack. 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 Ich muss es drüben auf jeden Fall noch angleichen, weil ab hier ist nämlich schon die Gerade hier eingeplant. Und drüben ist es noch nicht angepasst gewesen. So, Biberle, jetzt hoffe ich, dass ich dich nicht erwisch gleich. Mit dem Erschle.
Da kommt dann nachher außenrum noch die Mauer, ne? Das wird dann nachher das Gesamtbild ergeben. So, und dann ist das Anwesen schon mal etwas klarer von der Kontur her. Und jetzt käme vom Aussehen her einfach, dass die Felder noch ein bisschen... Aber das wäre mal zu dicht, das wäre mal alles zu dicht. Die sind auch zu groß. Müssen wir mir hiermit schaffen. Und da wäre dann einfach die Idee mittig. Bis hierher. Mittig. Bis hierher. Es kann natürlich auch, wenn wir Pech haben, zu viel sein. Aber das sieht man erst, wenn es jetzt mal zumindest auf einer Seite angezeichnet ist. Und dann muss ich es eh ein, zwei Folgen wirken lassen, bevor ich mich entscheide. Kennt ihr ja, ne? Weil hier oben darf es ruhig so ein ganz kleines bisschen Richtung Moderne gehen. Weißt du, irgendwann hat ja mal sich irgendjemand die Moderne ausgedacht, die wir heute kennen. Diese gerade Anlegen, das Design auf Raute und sowas. Warum sollte es nicht hier stattgefunden haben? So. Ja, da macht es halt jetzt einen Buckel, aber hey, hallo. Jetzt sehen wir zumindest schon mal strukturell, ob es was taugt. Ich gehe mal auf den Hühnerstall hoch. Krasimir. Ja, da vorne fehlt jetzt noch eins. Und dann muss die linke Straße auf jeden Fall begradigt werden. Kann sogar sein, dass ich es von hier noch schräger, dass es wirklich so ein Viereck gibt. Eine Raute halt, ne? Und das da drüben habe ich auch nicht schön gemacht. Das müsste ich dann auch nochmal nachziehen. Aber das mache ich dann in aller Ruhe, wenn ich mich entschieden habe, dass es bleibt, ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Jetzt sieht es gerade ein bisschen aus wie ein Großgarten. Aber wenn wir das nicht machen, dann wird sich das halt immer so verlieren wie hier, ne? Dann brauchen wir es nicht machen, weil dann sieht es nicht gut aus. Das müsste man sich mal angucken, wirken lassen. Wie ist es dann später? Dann kommst du hier hin, dann wird dann das Lagerfeuer irgendwann aufgebaut. Sitzmöglichkeiten wird es geben. Wo ist mein Pferd, ne? Ach, das steht da hinten. Ja, ich weiß, du hättest das zweite gebraucht, gell, eigentlich. Aber du bist bald groß, dann gehen wir zusammen fort. So, meine Lieben, jetzt müssen wir es auf jeden Fall erstmal A wirken lassen und B, gehen wir jetzt runter und machen noch die großen Felder, damit ich da dem König nichts schuldig bleibe später. Sieht halt aus wie eine Gartenanlage. Also die müssen gleich gesetzt werden. Was habe ich denn da gemacht? Guck mal, wie unterschiedlich. Die müssen dann schon gerade gesetzt werden, finde ich. Ist halt das große Anwesen, ne? Das ist halt jetzt hier mehr oder weniger der Pferdezüchter. Sie hat die Pferdezucht mitgebracht in die Familie und der Rasimir, der war ja schon immer auf Gemüse und so. Deswegen isst er am liebsten Fleisch. So Leute, gehen wir kurz am Lebensmittellager vorbei, schnappen uns ein bisschen was zum Futtern. Dann gehen wir runter, verballern den kompletten Dünger. Und das, was an Dünger da ist, Hälfte Weizen. Nee, so dass wir genug Weizen haben für den Herold, Rest wird mein großes Flachsfeld. Hallo. Ich hoffe, wir haben noch Düngerzeugs und so. Schauen wir mal. Dung 120 Stück, wenn wir nichts haben, aber Dung ist da. Wir brauchen unten erstmal keine Sticks. Die Beetesamen und das ganze Zeug kommt wieder raus. Die Federn kannst du hier rüber machen, das passt. Oh, du hast ja noch Fleisch. Gebratenes Fleisch. Ey, vielleicht, und da bin ich aber fast überzeugt, ich habe es auch von manchen in den Comics schon gelesen, irgendwann haben wir vielleicht die Chance, Bäume zu pflanzen, Obstbäume. Dann würde ich den kompletten Gemüsegarten oben wegmachen und dann machen wir uns da schön Kirschbäume hin und so. Weißt du, wie schön Kirschbäume blühen? Dann würde ich da oben tatsächlich einen schönen Garten mit Bäumen machen. Im Moment habe ich nur das zum Pflanzen halt, ne? So, pass auf, gib mir mal... Oh, ich muss schon wieder nachlegen. Ich glaube, ich werde mal ein paar gebratene Fisch machen heute Nacht. Ja, wir machen mal ein paar gebratene Fisch heute Nacht. Wo, Alter, le? Jetzt muss ich überlegen. Warte mal. Wie machen wir das jetzt? Das kann ich alles durchlaufen lassen. Da waren wir mal richtig fleißig. Ich würde sagen, bevor wir einschlafen, haue ich jetzt mal alles durch, was an Dünger da ist. Was ich jetzt in der Tasche habe, was vorne liegt. Und dann legen wir kurz gemeinsam die Felder an. 80 Dünger haben wir jetzt gleich zusammen. Den Rest lasse ich erstmal liegen für die nächste Saison. Wir müssen ja nicht alles raushauen heute. Aber 40er Feld Weizen und eine 40er mit Flachs hätte ich schon gerne. So, die Dünger sind klar. Das Verdorbene haue ich jetzt erstmal hier raus. Dass wir überhaupt laufen können.
Dann würde ich an die Truhe gehen. Dann machen wir hier ganz kurz... Gut, die wiegen jetzt nicht viel, aber dann sind sie schon mal wieder aufgehoben. Wir müssen jetzt mal gucken, wie viel Zeit überhaupt noch ist, ne? Dann haben wir die Geschichte und ich schnall's mal 40 Dünger noch raus, dass wir überhaupt beweglich sind. Naja, wir sind ja wieder am Saisonende angekommen, ne? Und zwar 15.42 Uhr, letzter Tag. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken. Dieses Feld, ach, da haben wir ja Weizen drin. Boah, Alter, das ist ja komplett voll mit Weizen. Das müsste doch eigentlich reichen für unseren Kollegen, oder? Dann möchte ich natürlich hier drüben meine großen Flachsfelder anlegen. Warte mal, Crin, vielleicht machen wir es ja ganz anders. Hier ist die Geschichte, hier ist die Geschichte. Das kleine Baumstückle hier vorne würde ich mir gerne erhalten. Und so nah wie möglich am Wegesrand. So. Wie groß machen wir das Ding? Sollen wir es mal 10 auf 10 machen? Da würde ich sogar noch ein bisschen Dünger raushauen. Wie groß wäre denn 10 auf 10 von der Ansicht her? Nee, ich würde es nicht 10 auf 10 machen, sondern erstmal nur so. Nur ist gut. So, meine Lieben, jetzt kommt es natürlich. Ich werde jetzt hier gucken, dass ich das bis zum Jahresende irgendwie durchkriege. Wir müssen erst hacken. Vielleicht kommt ja jemand zur Unterstützung. Ansonsten kennt ihr das Prozedere. Ich hacke mir mein Feld auf und würde sagen, ich hole euch in jedem Arbeitsschritt einmal dazu. Und ich fände es cool, aber das müssen wir uns jetzt erstmal angucken. Das ist das, was ich nicht weiß. Wenn ich da von der Fächerstraße komme. Oh doch, das wird schon schön, wenn hier ein großes Flachsfeld ist. Es kann sein, dass wir dieses erste Flachsfeld so belassen. Und hinten dran setzen wir dann im nächsten Zyklus das nächste große Feld. Kein Schwein hilft jetzt, die haben die Schnauze voll wegen Placebo. Ja, jetzt gucke ich mal, wie weit ich komme. Ich werde mit Sicherheit ein, zwei Mal ins Dorf rennen müssen. Ich hole euch auf jeden Fall dazu, wenn es aufgehackt ist, für die erste Reihe Düngen. Dann hole ich euch wieder dazu für die erste Reihe Aussaat und so weiter und so fort, dass wir das Feld heute noch angelegt kriegen, ja? Und dann haben wir wirklich was geschafft und können uns auf eine fette Flachsernte freuen. Und Flachs brauchen wir ja, ne? 91 Felder sind es insgesamt jetzt, die wir gleich bestücken. Das heißt, ich muss jetzt gleich nochmal 11 Dünger dazu machen. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass wir auch im Management ordentlich vorwärts kommen, dass wir das zukünftig von den Leuten bestellen lassen. Und wenn das sich eingelaufen hat, nehmen wir erst das nächste Feld dazu, ja? Das heißt, wir sind jetzt hier im Managementbereich im unteren Feld. Automatisiert, ne? Ich hatte eigentlich hatte ich das hier eingezeichnet. Gut, jetzt sich gerade nur überlegt, ob sie helfen sollen. Da hat sie gemerkt, nee, Feierabend, da gehen wir lieber heim. So, 40 Dünger habe ich einstecken, 40 liegen drin, 11 fehlen. Dann auch hier wieder Routinearbeit. Ich streue Dünger. Und das wäre das Ziel, dass sie mein großes Flachsfeld im nächsten Zyklus selber machen. Das heißt, wir brauchen einen, der als Farmer uns Dünger herstellt. Das müssen wir einstellen. Einer bis zwei Farmer würde ich mal einstellen, um zu gucken, wie viel Dünger produzieren sie mir denn. Und dann haben wir dieses erste Feld für die Bevölkerung. Plus die zwei Kohlefelder, die in Sedilias Ruhe liegen. Ihr erinnert euch, ne? Also, sehen wir uns gleich wieder. Es wird jetzt auf jeden Fall knapp von der Zeit, aber wir werden es schaffen. Ich spüre es. Bis gleich. Und da bin ich schon wieder. Natürlich muss ich das Zeitmanagement immer im Auge behalten. Es ist 8:45 Uhr. Wir werden jetzt hier erstmal drei Reihen mit Flachs anbringen, weil ich nicht weiß, ob es zeitlich reichen wird. Deswegen erstmal drei Reihen. Alles, was dann noch bis zum Porten machbar ist, mache ich. Und dann schauen wir uns noch im ersten Sommer jetzt, beziehungsweise im siebten Sommer gleich an, wie es steht. Ne? So, Flachs habe ich hier. Ich gebe jetzt Gas, würde ich sagen. Flachs. Und ab dafür. Ne? Drei Reihen. Und wenn ich dann noch Zeit habe, mache ich noch eine vierte und eine fünfte. 80 Flachsamen haben wir insgesamt. 80 Dünger haben wir gemacht. Also müsste es normal aufgehen. Nur die Zeit spielt jetzt hier gerade ein bisschen gegen mich. So, und weil es halt wirklich stockdunkel ist und es eine Routinearbeit ist, sehen wir uns gleich wieder. Und zwar zu Hause am ersten Sommertag. Und von da aus laufen wir dann nochmal gemeinsam runter und schauen, was passiert ist. Der erste Sommertag erwartet uns. Ich konnte noch eine Reihe zusätzlich reinnehmen. Neues Level Diplomatie. Und der Kleine ist heute auch vor mir wach. Sehr schön. Lorelei, einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen im Sommer. Und wie sieht es jetzt aus? Ja gut, der Kohl trägt natürlich dick auf, ne? Den sieht man halt leider am besten.
Schön. Zwiebeln sind auch schon fertig. Das heißt, es ist auch schon wieder ausgeräumt, mehr oder weniger, das Feld, ne? Ha, es wirkt tatsächlich halt ein bisschen mickrig, weil es nicht so buschig ist. Wir könnten überlegen, ob wir Kornfelder reinmachen oder dass wir einfach wirklich sagen, nein, dieses Anwesen bedeutet Pferdezucht und Gemüsebauer. Wer steht denn da hinten rum? Ach, den habe ich da einziehen lassen. Ich wollte gerade sagen. Mathilda und der Baba, der Odo. Ich kann mich ja mal dazustellen, weißt du so? Ja, der Baba macht den Hammer weg. Oder? Und alles fit. Gehen wir ins Gemüse raus, mal. Okay, müssen wir uns angucken, wenn die Stadtmauer dann da ist, ne? Wie lange ist es noch bis zur Stadtmauer? Das können wir dann später machen. Wir brauchen noch... Jo, Leute. Keine 800 Punkte mehr. 700 ungerade, dann haben wir es. Dann kommt die Stadtmauer, dann kommt das. Dann kommt natürlich hier die Straßenbeleuchtung. Links und rechts außen rum. In der Mitte ein, zwei Fackeln. Hinten schön. Das wird schon. Lass uns mal kurz nach den Feldern noch gucken. Und dann muss ich gleich reparieren. Beziehungsweise nach den Tieren schauen mit euch. Gibt es denn Tiernachwuchs in Sedilias Ruhe? So, einmal kurz durchs alte, beziehungsweise durchs baldige Viertel hier geschlittert. Ja, da sehe ich doch schon was, da sehe ich doch schon was. Super. Erstmal hier kurz gucken, die Weizenfelder sind fertig. Dann haben wir am König seine 100 Weizenkorn dieses Jahr, ne? Das machen dann meine Arbeiter raus. Und hier, das habe ich geschafft. 4 Reihen. Er kann auch schon wieder raus. 4 Reihen habe ich geschafft. Beim nächsten Mal werden wir es hier komplett voll machen. Angezeichnet ist es. Ich gucke mal kurz im Management vorbei. Felder. Verlachs. Ja. So, und jetzt müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass hier einer Dünger herstellt. Und der Rest von der Feldarbeiter sein Zeugs macht. Das heißt, das Verdorbene, wenn ich das jetzt hier reinschmeiße, wir können ja mal gucken, ob sie es sich hier rausholen. Andernfalls, den Dünger mache ich hier auf jeden Fall rein. Das Verdorbene mache ich hier rein. Dung habe ich keinen mehr einstecken. Die Flachsamen gehören wieder hier rüber. Und weil ich jetzt erstmal wahrscheinlich nichts mache, haue ich natürlich auch meinen Beutel hier rüber. Plus die Spitzhacke. Steinhacke, nicht Spitzhacke. Aber ist ja wurscht. So, Leute, das war's. Jetzt gehen wir mal ganz kurz ins Management. Gucken erstmal nach unseren Leuten, ob sie mich wieder... Der Harald ist auch neu jetzt, ne? Ist wieder einer dazugekommen. Das Schöne ist aber, dass natürlich auch hier so langsam aber sicher die Leute wieder zur Arbeit zurückkehren, ne? Ich glaube im zweiten Jahr. Das heißt, die Dagmar müsste dieses Jahr fällig sein. Und die kommen dann auch zurück. Frage. Gehen wir mal kurz in die Scheune, ob überhaupt noch jemand dort schafft. 2 von 8. 2 von 8. Holzfäller, Holzfäller, Bergarbeiter, Fischer, Tierzüchter, Holzfäller, Jäger. Überleg mal, wir haben fast keine Leute, die für uns arbeiten gerade. Aber dann machen wir Folgendes. Wir werden uns Zuwachs holen. Wir haben ein Haus komplett frei. Da werden wir jemanden einziehen lassen. Kümmern wir uns morgen drum. Dann holen wir uns nochmal 2 Leute. Und aufs nächste Mal werde ich dann das mit den Feldern machen. Dann organisiere ich das, wenn wir es auch wirklich können. Sollen die 2 jetzt erstmal Weizen und Flachs ranholen. So, jetzt wollen wir natürlich noch wissen, gibt es Tiernachwuchs? Fangen wir mal beim Pferdle an. Nee, aber das Pferd ist 1. Schauen wir gleich vorbei. Keine Schafe. Ja! Mein erstes Ferkel! Männle! Männle! Sehr, sehr geil. Das Gänseküken haben wir gekauft. Kann ich jetzt nicht. Und der Stall ist voll hier. Beziehungsweise, der ist, glaube ich, nicht voll. Oh, da gehen wir gleich gucken. Jo, mei. Jo, super. Voucher. Voucher. Samurai. Die Schweinedynastie läuft, meine Lieben. Ich habe schon mitgekriegt, der ein oder andere mag sie genauso sehr wie ich. Sehr, sehr geil. Diggerle. Du bist von der Woche. Ich Voucher. Die Dynastie, man muss die ja kümmern. Community, wir haben Babys. Gut, jetzt bin ich im Dialekt verrutscht. Hier ist es. Hier flutzt's. Schön, wie wir uns drauf gefreut haben, gewartet haben. Jetzt gibt's noch mehr Dung. Wo ist denn die Mama? Die ist bestimmt drüben. Ich glaube nämlich, dass die Mama als drüben... Guck mal, wie sie hier durch den Wald rennt, wenn der Chef ums Eck guckt, ne? Holzschuppen. Gott, was hier... Da hinten ist sie. Du musst doch gratulieren. Hast es geschafft. Voucher, ich bin's. Oder? Das ist doch mein Männle. Ich bin's, ja, Voucher. Ich weiß nicht, wo sie hockt. Egal, oder? Wir haben Schweinenachwuchs. Freue ich mich. So, meine Lieben. Das war's. Ach, ich könnte gerade brüllen vor Freude. Meine Hühnchen.
Naja, mit dem Garten bin ich noch nicht ganz zufrieden. Hier habe ich auch nichts gemacht. Was ist denn eigentlich, machen wir die Fackel weg. Ja, doch. Doch, es ist halt ein Gemüsegarten. Allerdings kann es sein, dass ich diese Querverstrebungen eher mittig setze. Aber dann passt es da nicht mehr, ne? Ach, ich muss es noch wirken lassen. Ich bin noch nicht ganz angekommen mit der Idee. Schauen wir mal. Man muss jetzt halt auch abwarten. Dieser Baum hier zum Beispiel, wenn der nachwächst, da gibt da ja nochmal ein Stückle Bild. Und wir müssen tatsächlich diese Steinmauer endlich bekommen. Wo ist denn mein Pferdle? Oh, schön. Guck mal, Leute. Es ist immer noch so klein. Klar, ich meine im ersten Jahr. Das wird aber, ich freue mich drauf. Das ist die Vorfreude. Du machst alles gut, du machst alles richtig, ich freue mich. Leute, ich switch rüber in die nächste Folge. Morgen geht es hier weiter. Letzte Saison für Bärchen sammeln werde ich wahrscheinlich nutzen, um uns ein bisschen Kohle zu machen. Wir brauchen noch ein weiteres Schwein, auch wenn das jetzt geklappt hat. Und wir brauchen zwei Leute. Da schauen wir beim Nachbar oben, wen wir uns da ranholen können. Ansonsten hoffe ich hier auf bald 700 Punkte und dann geht es endlich an die Stadtmauer und dann ergibt es auch alles ein Bild, was ich hier mache. Sehr schön. Zwei Feldarbeiter sind übrig, die restlichen sind Mütter. Super Geschichte. Ich freue mich auf morgen. Bis dann.